Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trine und das Ganze zusammen mit dem Knolle. Hallo. Da ist er. Er ist gerade der Fallman und ich bin der Zauberman. Und habe wieder keinen blassen Schimmer, wie hier was funktioniert. Wieso läuft mein Mannequin von alleine? Ich habe doch gar nichts gemacht. Der hat den da geschoben und ich war das gar nicht. Ah, Geister oder so. Keine Ahnung. Jetzt sind wieder die Geister. Wie komme ich da hoch oder so? Gar nicht, ne? Oh. Ich bin schon mal drunter her. Und der läuft wieder von alleine. Ah, ich weiß, mein Joystick ist schlecht eingestellt. Oh nein, 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 nein. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht lang. Ich weiß super. Nicht, warum schießt denn der nicht? Ah. Jetzt läuft er wieder von alleine, ey. Ich habe nichts gemacht. Keine Ahnung, warum der läuft. Mein Mannequin läuft von alleine. Ist ja voll doof dann, ne? Ja. Wie kommen wir dann? Bist du da hochgekommen? Doppelsprung oder was? Nein, ich hab doch hier so ein Seil. Ach so, ging doch, ja. Aber ich hab da gesehen, da unten war auch noch was. Hier oh unter Gott. Uns? Ja. Kannst mit dem Seil runter, oder? Mhm. Und da rechts ist ein Wasserfall, oder was soll das sein? Wo ging denn noch das Schild? Ach so, mit dem anderen Joystick, ne? Warum bin ich jetzt noch da wieder? Wo bist du? Ist das gemacht? Ich bin einfach zu dir zurückgeteleportiert worden. Aha, von wo? Von da unten oder was? Mhm. Ist die Zahnräder runtergegangen oder was? Aber da waren wir doch gerade eben, oder? Nee, ist anders, ne? Nee, da ist noch eine Kiste. B öffnen. Okay. Halskette des Lebens gefunden. Schön. Wahrscheinlich ist diese Reise nicht umsonst. War die Reise nicht umsonst, hat sie gesagt. Ich guck mal jetzt gerade. Müssen wir weiter das Zahnrad lang, oder was? Erhöht die maximale Gesundheit um 5. Das ist aber eher was für einen Krieger, oder? Könnte sein, oder? Obwohl der Krieger schützt sich wahrscheinlich selber. Ach, guck mal, das ist hier Dingens. Hier sind wir jetzt zurück. Da oben ist der Speicherpunkt. Bleib mal da, glaube, oder? Nein. Ich weiß nicht, ob man hier... Kommt man hier rüber? Nee, ich glaube, da kommt man nicht. Ich muss wieder oben lang dann. Ja. Ja, kommst nicht, das Zahnrad kommst nicht durch. Ja. Ja, jetzt sind wir hier lang gegangen. Ich weiß aber gar nicht, wo es weiterging. Doch, doch. Oder hier rechts, na doch, da war noch, nee, doch nicht, oder doch? Da oben drauf, rechts, beim Wasserfall lang, ne? Ja. Ah, da kann ich mir endlich festhalten. Meine Güte, wird's fall da nicht runter, sondern spring da hoch. So, jetzt haben wir's. Ach, da ist noch Feuer, genau. Neuer Speicherpunkt, super. Gut. Ich bin oben. Kommst du auch hier lang oder geht das nicht lang hier? Warte. Hier oben ist eine Brücke. Schaffst du es hoch oder nicht? Ich muss gerade nur. Ich höre, du kämpfst. Ja, schon. Ich bin schon gestorben. Super, hat wieder gut geklappt. Ah. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendeine falsche Taste gedrückt. Mein Shit auch. Wo ist er denn jetzt? Ach, dann kommt er da oben bei den Skeletten auch noch. Spawnt er. Super. Aber ich komme hier nicht hoch. Ja, nicht schlimm. Ja, ich glaube, ich schaffe gleich auch noch den Magier kaputt. Kann der sich auch irgendwie wehren? Nee, ne? Erstmal glaube ich nicht. Ich glaube, man kriegt später noch einen Zauberfärber. Das weiß ich nicht. Jetzt ist alles kaputt. Ich komme hier nicht mehr hoch. Oh
muss noch ein bisschen tiefer, ne? Ja, ich muss nochmal gerade gucken, wo meine Hand ist. Wieso will der denn jetzt... Ach. So, jetzt habe ich es geschafft. Da oben sind zwei Skelette, ne? Ja. Ja, ich bin schon wieder irgendwie ohnmächtig oder sowas. Toll. Ich mag nicht Magier sein, der ist doof. Wie war das mit dem... Jetzt loslassen. Und jetzt kann ich das anpacken. Und womit... Ach, mit dem unteren Stick kann ich das wenn bewegen, ne? Wenn es denn gehen würde. Aber lass mich da vielleicht das durch. Super. Du hast ihn kaputt gemacht. Ja, das ist ja auch prima so. Ich wollte eigentlich diesen Würfel auch, ne? Da ja, benutzen für. Aber irgendwie klappt mir das gerade nicht. Wir sind zu inkompetent für dieses Jump'n'Run. Ja, ich glaube auch. Ich krieg's nicht hin, ey. Ich krieg es einfach nicht hin. So, jetzt. Weiß zwar nicht, wofür es gut ist, aber ich lege den mal... nicht runterfallen. Ich will dich da oben hinlegen. Ich möchte erstmal da hochkommen. Ja. So, jetzt. Schaffst du es oder nicht? Nee, warte. Nicht... Doch, du musst da erstmal drauf. Ja. So, jetzt bleib links und dann geh hoch. Wieso kommt er noch nicht hoch? Du hast so einen Enterhaken, glaube ich. Geht das nicht? Der geht nur auf Holz und da oben ist kein Holz. Achso, da ist kein Holz. Okay, jetzt hast du es geschafft. Ich mach mal hier oben, wenn es hier einen Speicherpunkt gibt, den Speicherpunkt, aber... Oh, doch, jetzt da hinten ich ist einer. Gefallen. So, hab jetzt einen Speicherpunkt ausgewählt. Piu! Piu! So, ich hab's geschafft. Hat aber ewig gedauert. Hier waren die Skelette gespawnt eben. Jetzt sind hier keine mehr da. Ist die Brücke irgendwie wichtig kaputt zu machen oder so? Und was ist das Blaue hier hinter? Das wo ist ich ein stehe? Pilz. Ein Pilz ist das. Ach so, ja, jetzt, wo du sagst, kann ich's erkennen. Was muss man hier machen? Ach so, da kannst du so hochfahren. Alles klar. Kommst du auch hoch? Wieso bist du jetzt wieder runtergesprungen? Ich würde hochkommen. Ich will ja gerade die andere Seite gucken, ob da noch was ist. Da ist nämlich noch was. Zum Beispiel so eine grüne Flasche. Erfahrung aufgenommen. Ich weiß nicht, hier ist wieder so ein Würfel. Ich weiß wieder nicht, wofür der gut ist. Ich schieb mal das ran. Da kann man, glaube ich, hochspringen da hinten, oder? Guck mal gerade. Noch ein bisschen näher ran. Oder? Geht nicht. Nein. Ich dachte, da könnte man vielleicht was Besonderes holen oder so. Dann wird's wohl hier weitergehen, ne? Ja, da kommen sie wieder und ich habe wieder keinen Check davon, wie ich die... Oh, super. Jetzt fällt mir auch noch was auf die Birne. Oh. Ich komme hier nicht weg. Ich fliehe lieber. Ah, wir haben den Dingens wieder gekriegt. Okay, der ist natürlich der Beste. Kannst mir erzählen, was du willst, ne? Jetzt dreht sich das verdammt nochmal schnell, oder? Ich bin oben. Gut. Ah, dann ist ja der Dingens frei, ne? Achso, du hast jetzt den... So. So. Kommst du da oben an das Grüne? Ja. Da oben kommt eine Kiste, pass auf. Ja, ich hab die gerade runtergezogen, hab ich festgestellt. Ach so. Ja, einfach da weiter, oder was? Ich weiß nicht, wo die hin soll, die Faust, aber...
Ich könnte mir denken, was man damit machen kann. Da oben muss es irgendwo gegen donnern, wahrscheinlich links oder so, keine Ahnung. Mm-mm. Das meinte ich. Ah, ja, okay. Ups. Macht Sinn, runterzukommen? Nee, ne, da geht's nicht weiter, oder? Ring der Zaubersprüche, ich glaube, das gebe ich mal dem Zauberer schnell. Ja, das wäre eine Idee, ne? Inventar. Erhöht das maximale Mana, verbindet sich mit anderen Mana-Zaubern. Das Ding hier kann man fahren, sehe ich gerade, oder? Bringt's das, ist die Frage. Was? Ich bin... Das muss es bringen. Kann sie ihn rüberfahren, den Wagen? Nee, nach links. Das muss irgendwas muss da oben zu holen sein, denke ich mal. Oder geht er nicht weiter rüber? Doch, ne? Irgendwas wird hier zu holen sein. Ich komme gleich noch nicht weiter, warte. So, jetzt noch. Oh, super, das hat gut geklappt. Da kann man wohl nichts machen, ne? Ich bin rüber. Wo bist du rüber? Nee, das hat nicht geklappt. Ah. Warte, ich kann dir doch jetzt bin ich rübergestrommen, sowas Doofes. Oh. Hm, schaffe ich gerade nicht. Jetzt habe ich es auch geschafft. Ah, warte mal, irgendwas will der von mir. Ich soll irgendwas öffnen. Aha, ich kann was zuweisen. Du hast also auch jetzt einen Talentpunkt. Und was soll ich machen? Achso, da kann ich so den Leuten rübergehen und dann was verbessern, ja. Kiste, Stufe 1. Der Zauber kann eine Kiste in die Welt hineinzaubern. Dabei lässt sich die Größe jeder Kiste verändern. Durch den Zaubervorgang verliert der Zauber etwas von seinem Mana. Zu Anfang kann der Zauber jeweils nur eine Kiste herbeizaubern. Wusste ich nicht, Entschuldigung. Achso, ja. Die Diebin ist eine gute Bogenschütze und kann Gegner schneller aus der Ferne töten. Und der Kämpfer, was macht der? Der Ritter hat Schwert und Schild und den roten Umhang des Hauptmanns. Er ist bereits für den Kampf gegen die Untoten. Ja, deswegen, da ist er der Beste dran. Und ich würde empfehlen, nicht den Zauberer zu nehmen, weil den Zauberer habe ich schon gemacht. Okay, ja, ich also habe jetzt... den Krieger, würde ich sagen. Weil du spielst am meisten den Krieger. Nächste Stufe ist, der Bogenschütze schießt zwei Pfeile zugleich. Ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja. Ich glaube, ich mache den Dingens und werde den dann öfter spielen, denke ich. Den Bogenschützen? Nee, den Krieger. Krieger, denke ich mal. Da spiele ich den Bogenschützen. Ist der mir am sympathischsten momentan mit. Und was hat der? Ach, der Bogenschütze hat schon zwei Sachen, ne? Ring der Zaubersprüche hat er. Ach so, den müssen wir dann vielleicht noch rübergeben dann, ne, oder? Ich habe den schon rübergegeben bei mir. Echt? Ach so, man kann das wahrscheinlich einzeln rübergeben. Objekt auswählen ist grün. Gut, habe ich gemacht und dann tun wir das ablegen. So, jetzt hat der Magier das bei mir auch. Interessant, das heißt, Halskette des Lebens. Und der Magier hatte jetzt Mana mehr dadurch, ne? Durch den Ring, glaubt, ne? Ja, 5% mehr Mana und der... Die Halskette des Lebens, wem hast du die gegeben? Dem Krieger. Obwohl ich ja echt schon eher dem Bogenschützen das geben würde, aber es ist ja, glaube ich, egal, wer das, du machst es so und ich mach's so, oder? Wie ist das? Ja, deswegen würde ich jetzt auch das die Halskette mir geben, also dem Dings, weil jetzt habe ich mein Gesundheit. Muss ich den Punkt noch machen, ne? Also ich gebe dem die Halskette, gebe ich dem Bogenschützen und dem Dingens mache ich dann einen Punkt drauf, oder wie? Und das muss ich wie machen? Upgraden den Grün, ne? Obwohl, ne, ich mach das. Der Bogenschütze mit den zwei Bogen finde ich schon cool. Zwei Fallen. Oder willst du jetzt öfters den Bogenschütze spielen? Na, ich denke, das spielt ja keine Rolle, ne? Wenn wir doch, die wechseln, doch. Oder doch? Also ich hab also den du upgradest den für dich und ich für mich, oder? Ja. Und der Magier? Den habe ich gemacht. Der kann momentan nur die Kisten machen, ne? Mhm. So, das ist eher momentan so ein Support-Magier, würde ich sagen, ne? Aber ich glaube, das kann man auch erst verbessern, wenn man hier, wie heißt's? Wenn man wahrscheinlich irgendwas entdeckt hat. Mhm. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal weiter jetzt ein bisschen. Ja, okay. Ich muss das ja auch nicht jetzt machen, kann ja noch später machen, oder? Zum Beispiel. Gut, was haben wir jetzt hier? Wasser. Oh. Oh, Story geht los.
Was vor unseren Helden lag, war unbekannt. Sie hatten seit langer Zeit keine Menschenseele gesehen. Nö. Die Untoten hatten alles verwandelt. Sie waren vom Bösen umgeben. Aber unsere Helden mussten vorankommen. Sie waren auf der Suche nach dem Grab. Der Zauberer war sich sicher, dass es zu dem Gründer der Astralakademie gehörte, der einer der drei Hüter war. Wenn sie sein Grab finden könnten, würden sie vielleicht einen Zauberspruch finden, der sie von dem Prime befreien könnte. Ja, dann sind wir im nächsten Level, oder wie sehe ich das? Ja, und ich würde auch sagen... Der beste Punkt zum Aufhören, oder? Starten wir gerade noch rein, kurz? Ja, ich habe schon gestartet. Gut, jetzt bin ich hier und das ist unser Speicherpunkt, oder? Ja, aber dann, das ist hier oben Speicherpunkt, richtig? Genau. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's hier weiter, oder? Genau. Und wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, haben wir wieder keinen dritten gefunden. Deswegen müssen wir schauen, dass wir das vielleicht noch hinkriegen, obwohl bis jetzt geht's ja noch so. Ja. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Tschüss. Tschüss.